Seid mal wieder gegrüßt auf meinem Kanal. Und ja, wir machen was mit Kraut, wa? Brauchen wir ja. Logisch. Wird ein Krauttopf. Also der Strunk muss raus. Und dann müssen wir ein bisschen klein schneiden. Ja. Dazu brauchen wir was Deftiges. Hier Mettenten, eine Packung. Kannst du überall kaufen. Und hier diese Pfefferbeere, ja, die gehen auch immer. Dann haben wir natürlich noch Zwiebeln. Drei große nehme ich immer. Und eine Packung Hack, 500 Gramm. Mit Pfeffersalz und als Augen haben wir natürlich Senf und Tomatenmark. Und ja, zum Anbraten nehmen wir natürlich hier die Schinkenmörbel, ja, die eigentlich sehr gut. Und ein bisschen Salz mit in die Suppe, sagen wir mal so. Dann haben wir noch eine große Packung Champignons, ja, echt gute Teile, aber. Und so 600 Gramm Kartoffeln oder so, schreibe ich bestimmt unten noch in die Beschreibung. War. Zuerst frisieren wir ein bisschen unseren Kohl, ja, also die Blätter, die hier fallen, machen wir ab. Und damit es natürlich einfacher geht, schneiden wir einfach den Strunk ab, ja, und ab ist das Blatt. Genau, los, zieh, yeah. Ja, dann packen wir erstmal wieder weg, den brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen jetzt die Zwiebeln, jawohl, die schneiden wir erstmal so in Streifen, seht ihr ja, aber bis wir alle drei aufgeschnitten haben, die mit Zwiebeln. Und dann packen wir uns erstmal die Hälfte weg ungefähr. Die brauchen wir nämlich zum Anbraten, ja, und die andere Hälfte brauchen wir später. Jetzt geht's mal los, wa? Zuerst kommen die Schinkenwürfel drin in unseren wunderbaren Dutch Oven. Ja, der große ist das, ne? Der 12er. Alle bei der Backung, ja, und verteilen die natürlich erstmal schön auf dem Boden, so. Das ist unser Schutz gegen die Hitze. Dann haben wir eine Lage Zwiebeln drauf, wa? Ungefähr die Hälfte der Zwiebeln, ja. Schön verteilen auf dem Schinken. Und wenn ihr das dann getan habt, dann schneidet ihr erstmal einmal Kraut, ja. Schöne, so fingerdicke Streifen. Und verteilt die schön auf unserem, auf den Zwiebeln, wa? Dass unser, ja, eine Schicht wird, ne? Außer natürlich kein Schichtkraut, nö, nö, nö. Ja, schön rennen wir damit, haben wir ja reichlich. Dann schneiden wir uns die Champignons auch so bottige Streifen, wa? Nicht zu fein, nur so was Rustikales, ne? Und ja, wenn ihr da geschnippelt habt, dann verteilt ihr auch auf dem Kraut. Ja, das war die Hälfte ungefähr, genau, von den Champignons. Und dann wird es mal ein bisschen mit einer Mischung hier. Habe ich hier Pfeffersalz, Paprika, aber mal ein bisschen Power in kriegen die Geschichte. Ruhig reichlich, der Topf ist groß. Dann unsere Mettenten, die haben auch so richtig Schmackes. Und die schmeißen wir da alle dran, wa? Die haben ein bisschen Fett. Das brauchen wir natürlich auch, ja, weil der Kohl hat er keinen. Ja, alle ran und dann natürlich nochmal von dem Weißkohl. Ja, da haben wir ja, wie gesagt, reichlich. Und endlich unsere Kartoffeln. Ja, die sehen echt wenig aus, wa? Schneiden wir die mal halb. Da sieht es mehr aus. Also nur optiktechnisch, ne? Und ja, was brauchen wir jetzt? Natürlich ein bisschen würzen können wir wieder. So, Mischung. Und dann die Pfefferbeiser, damit die Kartoffeln auch ein bisschen Geschmack riechen, ja. Genau, immer drin, damit die Hälfte war es mit den Pfefferbeisern. Und ihr werdet es raten, er hat es erraten, ja, natürlich eine Schicht Kohl und wieder ein paar schöne Champignons. Und jetzt die restlichen Pfefferbeiser, ja, alles schöne kleine Stücken. Und die schmecken wirklich richtig gut, ne? Ja, sieht schon gut aus, unser Topf. Und wir brauchen jetzt, haha, unser Hack, genau. Das kneten wir mal schön durch, ja. Ruhig eine Weile kneten, damit sich die Würze und der Senf und so alles schön vermischen. Ja, nicht so huschi-huschi, wa? Und wenn ihr das dann so eine Weile geknetet habt, wa? Dann zupft ihr euch da mal so ein Stückchen ab und packt das so schon drauf, ja. Also keine Kullern machen, einfach nur abzupfen. Und fertig, wa? So, seht ihr. Und zum Schluss noch die restlichen Zwiebeln zum Abdecken. Damit das Hack nicht gleich von oben verbrennt. Und da sind wir schon soweit, ja. Da haben wir unseren Topf so richtig schön voll gemacht. Ja, wunderbar. Und da können wir loslegen, wa? Ach ne, einmal Rinderfond noch. Fast vergessen. Mich ja auch. Mensch, 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 Mensch. Jetzt geht's endlich los, wa? Ein paar Kohlen reingekippt in meinen 47er Kugelgrill. Den nehme ich dann als Kochgelegenheit, ja, da passt der 12er Grad so rein, ja, wirklich gerade so. Ja, jetzt noch den Deckel drauf. Und dann warten wir einfach ein Stündchen. Ja, dann schauen wir nochmal rein.
Ach nein, ein paar Kohlen fehlen noch. Ihr habt es erraten. Also ich habe nicht nachgezählt. Ich habe einfach ein paar unten rein, ein paar oben drauf. Unten weniger, weil oben kann die Hitze ja weg. Da könnt ihr drauf machen, wenn ihr 4 wollt. Ne? Da passiert nicht viel, wenn ich direkt Fleisch oben anlegt. So, nach einer Stunde gucken wir mal rein und ja, sieht schon gut aus, wa? Ich kontrolliere mal, ob es angebrannt ist. Stoche mal drin rum und nein. Alles vom Feinsten. Aber wenn wir mal aufhaben und einen schönen Dutch Oven, na, dann müssen wir mal kosten. Ja, das Hack schon gut ist. Das geht ja immer, ja. Lecker, lecker. Deckel wieder drauf. Und wir warten wieder eine weitere Stunde. Ihr seht, das Wetter ist schlecht. Das Essen ist gut. Schon was rausgenommen zum Essen. Das war's. Bye bye. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn es euch gefallen hat, ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken, ja. Vielen Dank nochmal, euer Micha.